Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2007 im Season Mode mit Batista und mir gegen ich bin Josh. Mr. Kennedy und Batista, Batista ja, und Josh natürlich, genau. Ich bin gegen Texanas 94. Ich prügel den hier außerhalb. Achso, okay, ja. Ja, gut. So, und das war der schlechte Witz für heute, jetzt geht's los mit dem Spiel. Kennedy ist schon gelb. Kennedy ist gelb, genau, der kriegt gleich die gelbe Karte. Oh, jetzt ist ein anderes. Was hast du hier? Du musst für Viereck drücken. Ach so. Viereck, um Druck auszuüben. Ich habe jetzt was ganz anderes gedrückt. Ja gut, wenn du Kreis drückst, dann löst du den. Dann ja, das habe ich auch gerade gemacht, weil ach ich so, gedacht, das ist Kreis der Viereck. Jetzt nochmal, also niemals Kreis drücken. Okay, niemals Kreis drücken. Hier kannst du jetzt... Guck mal, ob mehrere Buttons auch was bringen. Jetzt ist er rausgekommen. Ist er irgendwie rausgekommen, ja. Aber wir haben halt den Finisher, Mesdames et Messieurs. Und dann gibt's eine Batista-Bomb. Und dann gibt's, genau, eine Batista-Bomb. Oder vorher lieber noch ein... Geht das eigentlich auch, dass man hier an den Seilen so wackelt? Nee. Nicht? Schade. Nee, das ist nicht drin. Kreis. Ja, Stamina. Aber ich hoffe mal, dass das in WWE 2K14 wieder drin sein wird. Aber wahrscheinlich auch nicht. Wenn du... mach mal speichern. Ja. Und versuch mal nicht die Batista-Bomb, sondern wenn du eine Bewegungstaste drückst und dann L1... Dann müsst ihr ja normalerweise den anderen machen, weil er hat ja zwei Finisher. Ja. Mit Viereck trittst du, ne? Ja, aber ich will gar nicht drehen. Achso, heb ihn hoch, dann kannst du Finisher machen. Ja, und wohin? Und dann noch eine Richtung gucken. Ja, eine Richtung und dabei L1. So, das war jetzt nicht der Finisher. Nee, mit die Bewegungsrichtung. Ach so, okay. Ja, ja gut. Das ist okay. Ich glaube, oh, jetzt kommt er. Oh, der schwule Sack da. Jetzt haben wir einen gelben Schädel. Oh, schon wieder. Oh, Abdominal Stretch ist das. Ja, weiß nicht, ob mehrere was bringen. Ich glaub's nicht. Am besten immer R2 drücken, weil, außer er lässt sich drauf fallen, aber. Hallo? Zack. Boah. Oh, jetzt ist er rot. Alter, den umgenockt, ja. Ey. Und die Arme sind auch schon, Das gibt's doch nicht. Mit R2, die ganze Zeit R2. Also drücken. Die ganze Zeit einfach. Ja, genau, einfach die ganze Zeit, weil wenn er dann einen Trick machen will, dann, konterst du den aus? Ja, aber jetzt. Ich glaube, mit Viereck kannst du ihn auch jetzt schlagen. Kannst du versuchen rauszukommen. Ich weiß aber nicht. Nee, funktioniert nicht. Versuch mal L2 zu drücken jetzt, weil der die ganze Zeit auf dich einschlägt nur. Da. Wenn dann L2 drückst. L2 oder was? Ja, genau. Schläge L2, Griffe R2. Das geht aber auch nicht. Ja, musst im richtigen Moment. Jetzt hast du ein bisschen R2 jetzt. Ja, komisches Kontersystem. So, Andy so, Button repeatedly. Achso, ja, stimmt. Gut. Bam. Bam. Bitch Slam hier. Gut, heb ihn am besten hoch, dann kannst du Finisher machen. Ja. Hochheben und dann zack. Nee, Batista-Bomb. Er hat wieder eine Batista-Bomb gemacht. Ich probier's mal. Vielleicht kommt jetzt auch was anderes. Ja, ja, das ist aber die mit Pin, gut, das ist die, wo er direkt so zack und einrollen und zack. Oder, ich glaube, du hast jetzt gewonnen. Ich gehe mal davon aus, ja. Und da ist der Sieg für uns. Sehr schön, damit haben wir das Match gegen Mr. Kennedy gewonnen. Mr. Kennedy. Und jetzt kommt Booker T. Nee, der kommt nicht. Nee. Aber wahrscheinlich geht es jetzt irgendwie weiter mit Mr. Kennedy. Ich gehe mal davon aus, das wird jetzt auch wieder in so eine Fehde. Ja, wahrscheinlich noch mit Mark Henry dabei, weil Mr. Henry war es doch. Ah, stimmt. War doch... Ach, das war der... Das war der Titel von der, von der Story. Ja, ist okay, ja. Das Batista-Team ist schon ziemlich cool, ne? Ja, stimmt. Gut. Der könnte auch mal wieder zurückkommen. Der könnte mal wieder zurückkommen. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass er das nicht will. Nicht? Ja. Ah, oh, das ist schade. Also ich weiß nur, dass Mist dieses eine Video von Batista hochgeladen hat. Aha. Kein Plan. Das aber, hast du mir doch geschickt. Weiß ich nicht. Aber Batista hat auf jeden Fall gesagt, die Leute sollen nicht mehr nerven. Die nerven, mit wann kommt er denn zurück endlich in die WWE. So, jetzt haben wir einen neuen PC. Jetzt blinkt der PC, ja. Jetzt haben wir einen neuen PC, genau. Der sieht nur genauso aus wie der alte. Da blinkt New drauf. Ja. Also muss er neu sein. Oh, hier nochmal ganz viel Text. Genau. Ah, ist nicht so viel, aber Lack of Respect. Wir lesen einfach die Überschrift, das reicht schon. Und hier ist Mark Henry, warte kurz. Ah, wir haben heute ein Match gegen Mark. So, kleiner Katz, weiter geht's. Also wir haben jetzt ein Match, wir sind gescheduled, also gebucht gegen Mark Henry heute Abend.
Sehr schön. Und das also, darf ich spielen. Yay. Das darfst du spielen, jawohl. Willst du meinen Controller? Brauchst du gar nicht, gell? Ne, ich kann den hier. Denn wir haben zwei Controller. Wir sind ja, so wir gut. Sind... Wir haben sogar zwei Controller. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, sonst müssen wir nichts mehr machen. Ich schaue jetzt noch einmal kurz hier rein. Irgendwo kann man doch... Ja, das machen wir einfach. Ah, hier! Was ist das denn? Ah, okay. Wir könnten jetzt, wenn wir einen selbst erstellten Superstar hätten, könnten wir Attribute ändern und so. Ach so. Aber das haben wir nicht. Ja. Naja, alles klar. Also, ab geht's rein ins Match gegen... Mark Henry. Mark Henry. Sexual Chocolate. Genau. Das war ein so cool. Oh Gott. Das war ziemlich krank vor allem. Ja, Oh, Kennedy. Ah, Kennedy gut. Kommt mit als das Manager. Das hätten wir wahrscheinlich gewusst, wenn wir den Text gelesen hätten. Das kann gut sein, ja. Ja, gut. Fangen wir an, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt die Steuerung. Wenn nicht, hol ihn mal zur Sicherheit in die Hand, falls es jetzt... Ja, gut. Randy Orton. Randy Orton. Ich habe mir drei neue Wrestling-Spiele hier geholt. In einem von denen ist Cowboy Bob Orton dabei. Echt? Entweder in WWE All-Stars oder in Legends of WrestleMania. Ja, gut. Aber ist auch wurscht. Ich glaube, es ist dann bei All-Stars. Ja, scheißegal. Ja, kann sein. Hatte der viele WrestleMania-Matches? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er seine geile... Dass er mehrere Jahre lang verletzt war, in Anführungszeichen. Und deswegen... Naja, lass erstmal das Intro laufen hier. Da steht zwar Ken Kennedy, aber hat gesagt Mr. Kennedy. Ach, jetzt auch nochmal Test, ne? Da ist einer nackt im Publikum. Was? Guck. Der ist nur oben ohne. Ja, weiß sie ja nicht. Ist das eine hässliche Frau? Also die sind alle ziemlich hässlich eigentlich. Ja. Ich glaube, das Publikum, ist das bei WWE 14 jetzt eigentlich besser oder 13 schon? Ich weiß gar nicht. Ja, bei 13 ist das Publikum auch noch hässlich, aber ja. Nicht so hässlich wie hier. Ja, aber irgendwie beim Publikum, da ist immer ziemlich hässlich noch so. Ja. So. Okay, aber hier sind die Wrestler auch noch ziemlich hässlich. Ja, wollte gerade sagen, WWE 13 ist das Publikum so hässlich wie die Wrestler. So ungefähr kann man das sagen. Oh, der RVD. Rob Van Dam. So, jetzt kommen noch wir rein. Aber da sagen die... Ah, was macht Kennedy? Irgendwas macht Kennedy. Ah, jetzt... Kennedy sagt immer seinen Gegner anscheinend. A superstar who, as it turns out, isn't much of a star at all. I give you what's his name? What's his name? Okay. Ich habe Mr. Kennedy nie wirklich gesehen. Ja, doch, ich so ein paar Mal. Aber ich dachte, der wird sich selbst ansagen im Ring auch. Mit ja, aber wenn er die anderen noch so ansagt und verarscht, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, es kann auch sein, dass das so gewesen ist. Damals, als die WWE noch gute Ideen hatte und genau. So. Und hier ist der dreifache Haar. Er ist der richtig übler Nazi. Das ist drei Haars. Ja, zu Cowboy Bob Orton, der hatte ja super lang, mehrere Jahre, eine angebliche Verletzung am Arm und dann eben so ein, wie heißt denn das? Gips. Gips, genau. Gipsarm. Und damit hat er eben immer die Gegner geboxt. Okay. Und eigentlich, ja, war er eben gar nicht verletzt, was man irgendwann rausgefunden hatte. I'm special steht da hinten. Zack. Hat er sich ein Schild gebastelt mit I'm special. Erstmal ein bisschen verprügeln hier. Jawohl. Also wir zeigen euch jetzt noch so ein bisschen hier das Match und dann ist der Part leider auch schon wieder vorbei, meine Damen und Herren. Es ist ein bisschen blöd, ich kann einfach nur 10 Minuten Parts machen, denn mehr kann ich echt nicht hochladen mit meinem wahnsinnig schnellen Internet. Also sobald ich da 15 Minuten mache, ist vorbei. Also dann müsste das ein Kumpel für mich hochladen. Aus diesem Grund machen wir immer 10 Minuten Parts. Ich hoffe mal, das geht klar. Wenn nicht, dann, naja, kann ich leider auch nicht ändern. Weil, ja, wie gesagt, ich kann es eben einfach nicht anders machen. So, Batista macht Mark Henry hier noch ein bisschen platt. Und beim letzten Mal hat Batista am Ende des Parts auf dem Boden gelegen. Wir versuchen mal das jetzt... Das ändern wir jetzt. Vince for President steht da hinten. Boah, okay. Hebt der den hoch? So, da. Das ist doch...
ich würde sagen, das ist ein perfektes Ende für dieses Video. Okay, Mark Henry sieht man jetzt zwar nicht auf dem Boden liegen, aber immerhin stehen wir. Ja gut, wir stehen, das ist doch schon mal was. Und beim nächsten Mal geht es dann natürlich genau hier weiter. Also, das war's, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.